willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter Online im Koop. Wir sind in der Protectors Enclave und Doc Smirks, die hässlichste Halborkin, die Neverwinter je gesehen hat, steht neben mir. Wir müssen das Spiel wechseln, damit du mal nicht mehr diese dummen Sprüche bringst. Ja, hallo, wir du sind hier, in welcher Mission eigentlich, sag mal? Ja, wir sind jetzt in Kapitel 3, Abenteuer im Untergrund. Und die Aufgabe ist, euer Aussehen im Turm des Wandels, Alter. Du kannst endlich deine Hässlichkeit ablegen, wenn du willst. Ich könnte es tun. Meinst du, das bringt was? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube aber, du brauchst einen Aussehensänderungs-Chip. Wenn du den nicht hast, geht das sowieso nicht. Es kann sein, dass ich so ein Ding mal schon mal gesehen habe, irgendwo in der Bank rumliegt. Das können wir mal nachgucken. Sollen wir vorher aber mal vorbeilaufen? Das können wir natürlich tun. Wer steht denn hier? Ah, hier steht ja einer. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Macht nix. War auch ein Event, wo wir sowieso nichts gemacht haben. Also vergiss es. Ja. Ich spreche mal mit dem Bankier. Umlernmarker habe ich hier, das sicherlich nicht. Reittierbedarfsscheiße, Verteidigungsvorrat. Nee, Aussehenänderungsmarke müsste das sein. Nee, so also müsste es eigentlich heißen, mächtige Ablage über Gefährten. Da kann ich meinen Gefährten noch aufpimpen. Jo. Kann ich aber nicht, weil ich brauche ihn erst. Ich muss ihn einfach freischalten. Nee, dann reiche ich mal hier zu dir. Ich sehe dich gerade rumhüppeln. Ich hübbel nicht. Galoppel. Das ja, ist du, da irgendwo. Du Känguru, du. Das ist total falsch hier, glaube ich. Falsche Ecke, da lang. Das ist irgendwo in so einer dunklen Gasse. Wo ist denn das? Die andere Seite. Mein Gott. Oh. Ich glaube, du bist falsch. Der Pfad wird mir nicht angezeigt. Ich muss das so frei Schnauze machen, irgendwie. Hier werden zwei Punkte angezeigt. Aber das. Und das. Das da hinten, das Turm Haus. Des Wandels. Genau. Gestern. Ja, schon klar. Den habe ich gesucht. Die Olle hier. Der, die das Olle. Die Olle. Die Lady Lillian. Gesundheit. Seid gegrüßt. Ich wurde bereits darüber unterrichtet, dass ihr euer Aussehen auf diskrete Weise abwandeln wollt. Uhu. Wir können jederzeit beginnen, wenn ihr möchtet. Nachdem ihr eure Mission abgeschlossen habt, werde ich euch wieder zurückverwandeln, sofern ihr dies wünscht. Also jetzt kann man... Kann man Aussehen ändern, aber bin ich dann immer noch ein Ork? Aussehen, ja. Im Prinzip wirst du in dieses Menü zurückgeworfen, Aussehen erstellen. Da kannst du wieder deine Hautfarbe anpassen, deine Haare, deine Augen, bla bla bla. Kannst du machen. Ja, aber ich kann nicht meine Rasse ändern. Nein, immer nur Aussehen. Ja, aber das geht ja gar nicht mehr schöner. Also ich mache keine Aussehensänderung. Ich bin durch. Ich auch nicht. Ah, geil. So, abgeschlossen. Ja. Wo bist du denn jetzt? Den Turm ist schon weggelaufen. Ich stehe hier an der Tür und gehe jetzt raus. Du bist ja schon weggebeamt, du. Ja, also, du bist da eher reingegangen, so ich gehe raus. Das gleicht sich alles aus im Leben. Meinst du das? So eine Art Buddhismus, meinst du? Oder? Ja, genau. Ja, nein. Ich lebe so, nun? Das war einfach. Das war soweit einfach, aber ich glaube, wir müssen mich. Die Mission jetzt weitermachen. Na gut. So, Wo das ist? Zum Treffpunkt der verhüllten Aszendenz in Black Lake gehen. Black Lake Viertel ist der Zielort. Hier war da irgendwo eine Tür, oder? Da. Black Lake. Das ist, achso, ja, hier ist eine Tür. Oh Gott. Black Lake. Ich habe noch Charandra angemacht. Und jetzt gesagt, Black Viertel. Kannst du das schnell hintereinander sagen? 20 Mal? Der Schwarzleckviertel. Schwarzleckviertel. Ach nee, das Black, Leck heißt es ja gar nicht. Okay. Ja. Ach ja, der Level ist das hier. Von hier an ich reite niemand hinterher. Ist hier noch irgendeiner, der noch was hat? Nee, ne? Leuchten tut nein. Nein. Alle ganz jungfräulich hier. Ich habe wieder keinen Wegweiser. Das ist sehr blöd. Aber ich sehe aber ein Ausrufezeichen auf der Mission, auf der Karte. Die war weiter unten. Ja, ich glaube, ich reite auch einen lustigen Umweg wieder mal, aber so kennt man. Ja, ich bemerke das auch schon gerade. Da ist jetzt genau geradeaus. Das ist ein Ausrufezeichen. Onkel? Hallo? Bei mir nicht. Wo soll eins sein? Bei mir nicht. Da ist kein Ausrufezeichen. Nein. Alchemistin Hassel. Nein.
Dann drücke ich sie mal an. Das ist das wenn nur ihr für Zeit mich. Habt, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr uns gleich gegenseitig helfen. Probeschlamm steht hier. Ich konnte retten, was ging. Das ist eine uralte Mission, als wir das erste Proben Mal hier waren. Geil. Das merkt man an der Belohnung, ja. Ich gehe mal weiter. Habe ich scheinbar nicht bekommen. Sonst hätte ich ja die nicht wählen dürfen. Merkwürdig. Hast du scheinbar nicht gemacht, meinst du? Ja, nicht bekommen. Du hast mir sie verwehrt. Ich sehe Dinge, Punkte auf der Map, die nicht ein Ausrufezeichen darstellen, sondern diese lustigen blau-gelben Quadrate. Da müssen wir hin, unter den blauen Kreis. Du bist der jetzt hier ist. Du bist auch so ein blau-gelbes Quadrat. Hier müssen wir hin. Aber. Meinst. Die sind irgendwie böse, oder? Aber die tun uns ja, nichts mehr, weil wir zu hoch sind. Ja, die sind ja. Sie sind du hast sie umgebracht, du Mörder. Hier, das Ding hier. Nee, Quatsch. Was? Hier. Anklopfen. Klopf, klopf. Wer ist da? Wir haben hier keine Zeit für Abenteurer. Also verschwindet. Okay, ich habe zwei Antwortmöglichkeiten. Ich bin hier, um mich dem Kampf gegen Lord Neverember anzuschließen. Oder ich will mich Gieren und der verhüllten Aszendenz anschließen. Wir sind Och. Nett, oder? Wir sind die Guten, ne? Ja, wir sind die Guten, ja. Oh. Dann will ich mir euch einmal genauer ansehen. Ich kenne euch zwar nicht, aber ihr seht mir auch nicht wie ein Abenteurer aus. Man kann dieser Tage nicht vorsichtig genug sein. Einer von Never Embers sogenannten Helden hat unlängst unsere Jungs am Hafen aufgemischt. Ich war's. Na gut, ihr dürft rein. Kabal wird euch erklären, was es bedeutet, zu einem Mitglied der neuen Gruppe zu werden. Okay, jetzt kann ich sagen, nur mal so aus reiner Neugier, warum glaubt ihr nicht an mich? Oder hervorragend, ich freue mich drauf, mit Kabal zu sprechen. Ich mach mal den weißen Text. Ja. Weil Never Embers Held nichts anderes als ein Schwindler ist. Die Leute behaupten, er habe all diese großartigen Taten vollbracht. Doch glaubt mir, das ist völlig unmöglich. Keine einzelne Person wäre zu all dem fähig. Das Ganze ist einfach nur eines von Never Embers Lügenmärchen. Jemand, der immer zu Neverwinter verteidigt, aber es nicht beherrschen will. Ziemlich unglaubwürdig, wenn ihr mich fragt. Wenn Never Embers Schoßhündchen jetzt vor mir stünde, würde ich mit ihm kurzen Prozess machen. Nenn mich nochmal Schoßhündchen, okay. Nochmal den weißen Text. Es gibt wieder einen weißen Text. Ich würde die Macht von Snox nicht anzweifeln. Dr. Snox steht da, nein. Soll nämlich wahr sein. Oder, na, da habt ihr wohl recht, ich werde da... Also ich nehme mal den weißen Text wieder. Ja. Wenn dieser Held wirklich so stark ist, warum ist er dann beim Hafen zusammen mit Never Ember geflohen? Weil er sich in die Hosen macht. So ist es doch. Aber keine Sorge, wir werden ihn uns schon noch vorknöpfen. Genau wie den alten Never Ember. Nun kommt endlich rein. Okay, es gibt jetzt... Ich habe wieder zwei. Der eine ist jetzt mit blauem Text und dann rot. Ich werde ihm später eine oder zwei Lektionen erteilen. Ja, ich komme rein. Oder ja, ich will Kabal so schnell wie möglich treffen. Ich mach mal das mit den Lektionen erteilen. Das finde ich ganz nett eigentlich. Ich erteile finde ich auch gut, ja. Oh, eine ziemlich große Sache habe ich gerade als Titel gekriegt. Dadurch. Und jetzt muss ich da irgendwie rein. Ah. Ja, ich komme mit. Man konnte nämlich gerade sehr gut übrigens auch unsere Charakter sehen. Vielleicht kannst du es ja nachher beim Video schneiden und ein bisschen so machen, dass man auch mal mich sieht, nicht mal die komische die Snorkserin. Die hässliche Ogerin. Ork, ja. Ork, es ist ein Ork. Ogerin. Ogerin sind groß und hässlich. Die ist hässlich wie 10 Orks. Also 10 Orks und ein Oger. Nein, niemals. Doch. Nein. Doch. Die Nesche. So, Tag der Ehren. Die wollen sich hier alle vorstellen, wa? Ja, Anwärter. Ihr habt richtig gehört. Ich kann keinen Unterschied zwischen Gyrion und Never Ember sehen. Solche Unverfrorenheit. Ich sollte euch an Ort und Stelle vernichten. Kommt schon, Kabal. Das ist wirklich nicht nötig. Kommt, Abenteurer, lasst uns reden. Vielleicht kann ich euch ja davon überzeugen, wer ich wirklich bin. Er hat sich weggebeamt.
Kabal reden. Der alte Kumpel. Noch ein Abenteurer. Seid ihr hoch oder bescheiden? Lässt sich bald herausstellen. Ich bin Kabal, die Flammenseele. Euer Hiersein bedeutet, dass ihr euch Gyrion anschließen wollt. Doch, warum? Okay, drei Antwortmöglichkeiten. Neverember ist ein wahnsinniger Tyrann, er muss aufgehalten werden. Neverwinter würde es mit Gyrion an der Spitze besser gehen. Denkt nur an all die Krisen, die wir durchleben mussten. Oder ich würde lieber von euch selbst mehr über ihn erfahren. Er scheint Gyrions Gefolgschaft zu leisten. Warum? Ich habe die Auswahlmöglichkeit nicht, weil ich konnte, als du geklickt hast, nicht klicken. Okay. Deshalb kann ich den Typen auch gar nicht mal anklicken. Also es ist eine Mission, ja, mit Kabal, den Flammenseelen sprechen, aber ich kann es nicht ausführen. Okay, mach du mal. Genau, ich will noch ein bisschen mit ihm quatschen hier. Ich würde lieber von euch selbst mehr über ihn erfahren. Ihr seid weise Abenteurer, weitaus weiser als viele andere eurer Sorte. Ich folge Gyrion, weil seine Taten für ihn sprechen. Wir alle waren in der Magiergilde der Vielsternmäntel, bevor wir durch die Zauberpest in das ferne Reich versetzt wurden. Wir haben es nur Gyrion zu verdanken, dass wir dort überleben und schließlich auf diese Ebene zurückkehren konnten. Er wird Neverwinter helfen, wie er auch uns geholfen hat. Nun, was meint ihr? Meine Fresse, ein roter Text und zwei weiße. Gyrion scheint ein guter Mann zu sein. Ich könnte mir vorstellen, ihm Gefolgschaft zu leisten, ist die normale Story an Bord. Dann gibt's noch, was genau ist das ferne Reich? Und ihr wart ein Magier des Mantelturms aus dem Turmviertel. Aha. Ich frag ihn mal, ihr wart ein Magier. Richtig. Die Vielsternmäntel waren einst die Ratgeber von Lord Nashor Alagonda selbst. Und sie haben sein Vermächtnis nach seinem Tod fortgeführt. Unter den überlebenden Magiern bin ich der Einzige, der alt genug ist, um sich an Lord Nashor zu erinnern. Er war ein besserer Mann, als Dagul Neverember es jemals sein könnte. Als die Zauberpest wütete, wurde unser gesamter Turm in das ferne Reich versetzt. Ich habe mit ansehen müssen, wie die Apparationen meine Freunde abschlachteten. Ich habe mich mit Gyrion, Nostura und Lucan zusammengetan, um unser Überleben zu sichern und das Erbe der Vielsternmäntel zu bewahren. Komme, was wolle. Okay, also Story-Hintergrund zu den Vielsternmänteln und den Nashern und so, aber ich kürze das mal ab. Ich verstehe, ich wäre bereit, euch allen zu folgen, wenn ihr so viel durchleiden musstet. Sprecht mit Gyrion. Ich muss mit der Ausbildung unserer neuesten Rekruten beginnen. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr nicht einmal in seine Nähe gelangen. Doch Gyrion besteht darauf, mit allen Abenteurern, die sich unserer Sache anschließen wollen, persönlich zu sprechen. Geht nun zu ihm. Er sollte weiter unten in diesem Versteck sein. Rekruten, jene, mit denen ich gesprochen habe, betretet das Portal und beginnt eure Herausforderung. Okay, wir nicht, wir gehen weiter. Weiter. Ich muss den Typen noch ansprechen. Ach nee, halt mal, jetzt ist die Mission weg. Siehst du? Mit Gyrion sprechen, ja. Ich habe ja nichts mitbekommen, was du gerade gesagt hast. hier runter. Musst du wohl das Video gucken? Ich glaube auch. Es ist ja ganz ungewöhnlich mal, dass ich mal ein Video von uns angucke. Was ist das hier drin am Weg? Ja, was geht? Eine lange Schlange ist das. Ah, Celeste. Kann ich mit dir reden? Ja. Hallo Abenteurer. Mein Name ist Celeste. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ja. Ich versuche diejenigen zu behandeln, die während der Aufstände im Flussviertel Verletzungen davongetragen haben. Wenn es euch also nichts ausmacht, ich muss mich konzentrieren. Hä? Die erinnert sich nicht an uns? Wie ist die denn drauf? Schlampe. Dumme Truller. Ich verstehe eure Argumente, Gyrion. Ich werde über sie nachdenken und euch dann erneut aufsuchen. Hier ist Lanz. Who the fuck ist Lars? Lanz. Der große Riese, den wir schon mal begleitet haben. Mein Ach, der? Gott. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich tatsächlich. Was macht er hier? Gyrion. Ich kann ihn nicht anklicken. Der andere Abenteurer, den ich mit Kabal sah. Grüße. Ich bin Gyrion, der Aszendent.
Ah, so. Ich nehme an, ihr wollt euch unsere Sache anschließen und Neverwinter von den Streitkräften dieses Hochstaplers befreien. Was wollt ihr von mir wissen? Mein Gott, ich kann wieder Sachen über Pläne für Neverwinter fragen, über das Erbe von Lord Nasha und ich nehme einfach die Story mit. Ich gestehe ein, dass das Aussehen meiner Freunde etwas verstörend wirken kann. Das Ferne Reich hat uns physisch stark verändert. Doch wir sind nach wie vor darauf aus, Neverwinter zu einem besseren Ort zu machen. Sollen wir etwa unsere geliebte Stadt im Stich lassen, nur weil wir entstellt sind? Diese Stadt hat in der Vergangenheit schon oftmals jene abgewiesen, die sie für abscheulich erachtete. Ich habe das Elend der Opfer der Zauberpest mit eigenen Augen gesehen. Wir werden unsere Taten für uns sprechen lassen. Ja. Gut, ich habe noch einige weitere Fragen an euch. Oh. Es kam zu einem Problem bei der Aufgabe, mit der ihr mich betraut habt. Ich verstehe. Lasst uns das in eurem Schloss besprechen. Verzeiht, Abenteurer. Wir sollten dieses Gespräch ein andermal fortführen. Lasst mich ruhig allein. Die böse Tante war das doch. Da haben wir jetzt noch einen Drachen kaputt gekloppt. Wenn das die böse Tante ist, dann bist du die hässliche Tante. So. Nein. Nach belastenden Beweisen suchen. Ich habe einen Pfad. Ich hoffe, der führt mich da auch hin. Ah, oh. Wer baut so eine Stachelbrücke? Mal ehrlich. Wozu? Warum? Weil wahrscheinlich kommt irgendwelche bösen Sachen aus dem Wasser raus, deswegen man sich dann vor Angst. Aber in die Hose bevor ich das mache. Oh, mein Schuh ist offen. Jetzt gebe ich dir Zeit, deinen Schuh zuzumachen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.